Glenn ist ein kleiner Junge und er wird in einer wirklich armen Familie groß. Weihnachten feiert Glenns Familie zusammen mit einer anderen Familie, nämlich der Familie von Glenns Cousin. Und das Problem ist, die Familie des Cousins ist richtig reich. Also Glenns Familie arm und die des Cousins richtig reich. Und ich meine richtig reich. So, und jetzt verbringen diese beiden Familien das erste Weihnachten zusammen. Und da bekommt Glenn etwas geschenkt, nämlich ein paar Süßigkeiten, ein paar Äpfel und Nüsse, aber nicht das, was er sich gewünscht hat. Er wollte nämlich ein Fahrrad bekommen und sein Cousin, der reiche Cousin, bekommt ein nagelneues, prächtiges Fahrrad. Und Glenn versteht die Welt nicht mehr. Wie ungerecht ist das denn? Ja, spinnt der denn, dieser Weihnachtsmann? Und der Frust ist ziemlich groß. Aber Glenn hat ein helles Köpfchen. Und so fragt er seinen Cousin, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Wieso hast du das Fahrrad bekommen? Wie hast du das angestellt? Sagt der Cousin, naja, das weiß doch jeder. Man muss an den Weihnachtsmann einen Brief schreiben. Ja, und das leuchtet Glenn ein. Er hat selbst keinen Brief geschrieben, sondern hat halt nur die Süßigkeiten, Äpfel, Nüsse bekommen. Und klar, dass der Cousin dann eben das Fahrrad bekommen hat und er eben nicht. Glenn nimmt sich also vor, im nächsten Jahr, da wird er auch einen Brief schreiben. Und das behält er auch. Weihnachten schreibt er, vor Weihnachten schreibt er seinen Brief. Lieber Weihnachtsmann, ich hätte gerne ein Luftgewehr, und erklärt auch, dass er sich immer Mühe gegeben hat, dass er artig und brav war, dass er die meiste Zeit lieb war zu seinen Eltern. Und dann legt er diesen Brief, fein säuberlich geschrieben, abends auf den Sims des Kamins. Ja, dann kommt Weihnachten. Die beiden Familien, die feiern wieder zusammen. Und es passiert das, was passieren musste. Der Cousin bekommt das Gewehr, genau das Gewehr, das er haben möchte, das er sich gewünscht hat. Glenn bekommt ein paar Süßigkeiten, ein paar Nüsse und Äpfel. Und diesmal ist Glenn aber wirklich tief frustriert. Der hat doch auch einen Brief geschrieben. Entweder ist der Weihnachtsmann ein kompletter Depp oder komplett unfair. Aber Glenn wollte ja nicht aufgeben. Also fragt er seinen Cousin, sag mal, vielleicht liegt es ja auch daran, wie man so den Brief schreibt. Kannst du mir deinen Brief zeigen? Und tatsächlich, der Cousin, der hatte ein paar Worte vollkommen anders benutzt. Und als es im nächsten Jahr dann wieder auf Weihnachten zugeht, fragt Glenn seinen Cousin, sag mal, gibst du mir vielleicht deinen Brief, dann kann ich ihn abschreiben. Der Cousin, der lächelt etwas hochnäsig und sagt, na klar, kannst du das. Und lächelt so hintergründig. Aber Glenn hat das nicht so bemerkt. Er nimmt den Brief, schreibt ihn 1:1 ab. Er wollte auch einen Pony haben wie sein Cousin. Und es sollte auch schwarz-weiß gescheckt sein. Und er schreibt also den Brief wirklich 1:1 ab und er legt ihn wieder fein säuberlich auf den Kaminsims. Und dann kommt Weihnachtsabend. Glenn bekommt ein paar Süßigkeiten, Äpfel und Nüsse. Und der Cousin bekommt ein Pony. Und er hat Glenn noch nicht mal auf dem Pony reiten lassen. Da ist dann Glenn wütend aus dem Zimmer gelaufen, den ganzen Weg bis zur Scheune. Und dann hat er sich da in den Schnee gesetzt und hat bitterlich geweint. Aber mehr vor Wut. Und langsam verwandelt sich die Wut so richtig in eine Mega-Wut. Und auf einmal hört er auf zu weinen, steht auf und schreit aus voller Lunge. Weihnachtsmann, du verarscht mich nicht mehr. Von jetzt ab bin ich mein eigener Weihnachtsmann. Jetzt muss man wissen, dass Glenn, als er ein junger Mann war, innerhalb von 24 Monaten 100 Millionen Dollar Vermögen aufgebaut hat, nachweislich. Er hat also gelernt, dass er sich auf sich selber verlassen muss, dass er Verantwortung nicht abgeben kann. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt für jeden von uns im Leben. Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir lernen, unser eigener Weihnachtsmann zu sein. Wir ziehen also die Mütze selber auf. Wir sind unser eigener Weihnachtsmann. Wir dürfen dann nicht auf mildtätige Gaben von anderen warten, sondern wir nehmen unser Leben selbst in die Hand und wir verstehen, wir lernen, uns selbst zu beschenken.